Und damit hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Arg. Dass ich mal so einmal, dass ich mal so sage, dass ich gerade so Und nein, wir befinden uns hier doch nicht. Es ist aber so ein Vorbote, glaube ich, vor der Wüste. Der grüne Arg. Keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall hier sehr bäumig aus. Also baumig da hinten. Aber es ist nicht die Wüste. Die Wüste kommt, glaube ich, erst da danach. Da hinten oder sowas. Kein Plan. Aber hier, das ist so eine Insel, ne? Entschuldigung, das andere links meine ich natürlich. Und da vorne, wo die Berge sind, da glaube ich, müsste die Wüste dann kommen. Boah, das ist halt wirklich eine Insel, ne? Direkt. Das würde man echt nur mit dem Floß erreichen. Ne? Beim Wasser ist es irgendwas Gefährliches da, aber es ist Felsen. Ja, nach Felsen aus. Da soll man mal anfangen. Schädelf oder so. Ich würde da mal gerne an Land gehen und mir das mal angucken. Und dann könnte man sich ja rein theoretisch überlegen, ob man hier vielleicht niederlassen könnte, eventuell. Raus, weil natürlich bin ich wieder unterwegs und es ist natürlich wieder dunkel geworden. Einfach viele Flugsaurier. Müssen wir hier rumgucken. Wie das hier ausschaut. Jetzt bei Nacht umzugucken ist genauso kacke wie bei Atlas, auch in Ark, bei Nacht umherzureiten, aber bleibt gerade einfach nichts anderes übrig. Nein, Sau. Langhals. Und eine Insel, ne? Also. Innen. Halt etwas weit vom Land weg jetzt so. Und hier könnte man solchen Brunnen hinsetzen. Ne? Aber das hier, was sind das hier? Das sieht mir aus wie ein Feld oder sowas. Also ein Feld angelegt. Seht ihr das? Diese Mauern, das sieht aus wie ein Feld. Dass dann hier Felder waren und hier ein Haus, ne? Mäßig, Burgmäßig sieht das aus. Voll geil. Irgendwas. Aber Freunde, ich würde mal ganz kurz einfach hier drinnen warten. Wenn es Tag wird, dann gucken wir das Ganze mal bei Tageslicht an. Ich glaube, das ist viel besser, wenn ich jetzt hier rumreise und dann entscheide. Ich lasse mal ganz schnell Tag werden. Und ja, wir sehen uns in Tag wieder. Ganz schnell wieder. Für euch geht das ganz schnell. Das dauert ein paar Minuten. Und für euch war das viel Tag. Und da wird es auch schon Tag, Freunde. Wir haben jetzt 4.25 Uhr. Wir befinden uns immer noch hier in diesem Ding. Und bam, 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 ganz schnell wurde es für euch Tag. Und das sieht hier wirklich aus wie Felder, ne? Das ist, hat schon was, ne? So, aber ich glaube, zum Bauen für mich ist das trotzdem nichts. Auch wenn ich das mir jetzt so bei Halbtag angucke, ne? Ich weiß nicht.
Aber ganz ehrlich, ja, ich habe diese Ecke noch nie gesehen. Doch, wirklich nie gesehen. Seit ich jetzt arg spiele, also... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war mit in Ark auch noch nie wirklich mit dem Floß unterwegs, so jetzt, ne? Aber mir ist das noch nie aufgefallen, die Ecke hier, ne? Ist schon mal was anderes, oder? Also, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon so eine Edis-Insel ja schon gesehen habt oder nicht. Also ich persönlich, ich habe sie wirklich noch nicht gesehen. Aber zum Bauen ist mir das dann doch ein bisschen zu weit vom Schuss weg. So, ist zwar ganz geil, aber wir sind halt viel zu weit weg auch so. Wir müssten dann halt jedes Mal irgendwie an Land und so und mit dem Floß. Und ja, ist halt jetzt nicht unbedingt auch das, was ich gerne möchte. Ne? Wir möchten ja auch mit dem Pferdchen drin unterwegs sein. Deshalb fahren wir jetzt einfach weiter. Wir können uns ja hier die Ecke nochmal angucken. Könnte sich natürlich auch überlegen, ob man sich irgendwo in der Wüste niederlässt. Einfach so aus Prinzip. Ne? Einfach mal was anderes hier. Ragnarok. Man hat hier ja wirklich jedes Gebiet, ne? Wüste, Schnee, alles Mögliche drum und dran. Weil die Karte ist halt einfach riesen groß. In der Wüste hätten wir halt eventuell den Vorteil, dass wir uns, ganz kurz der Wüstenbereich ist da. Wir könnten da auch mit dem Floß reinfahren. Müssten wir mal gucken. Weil zum Beispiel, man könnte nämlich auch mal testen, ob es wirklich diesen Sandsturm dann gibt in dem Wüstengebiet. Und ich bin ja jemand, ich habe auch sehr, sehr gern zum Beispiel aus diesem Lehm gebaut. Ja. Ich habe ja auch Mods drauf zum jetzt bauen, speziell. Man könnte da schon einiges machen, ne? Wäre halt die Frage, ne? Ob man das möchte oder nicht oder wie oder was. Das ist halt so eine Sache, ne? Also baumäßig könnte ich mich austoben wie hier Riesenmittelalter, Rutterburgen und sowas. Also, ja, man muss halt auch die geeigneten Plätze dafür finden. Wir müssten jetzt eigentlich, müsste das hier die Wüste sein. Direkt voraus. Felsen im Wasser. Ich habe mal so ein bisschen Schiss, dass es irgendwelche Viecher sind. Die uns gleich wegschnabulieren. Da muss man echt vorsichtig sein. Wie gesagt, ich war noch nicht wirklich in Ark jetzt so mit dem Floß unterwegs, wie ich es jetzt gerade bin, ja. Ich komme mir gerade so ein bisschen schon vor wie so ein Atlas, aber... Ja, Ark ist natürlich auch gefährlich, ne? Also hier gibt es Dinosaurier. Und ich weiß halt nicht, ob die jetzt zum Beispiel auch die Wasserviecher gibt, die jetzt einfach angreifen von unten, weißt du? Ich bin die Haie, ob die einfach an dem Floß angreifen oder nicht, ne? Oder ob die auch bloß angreifen, wenn man reinfällt. Also nicht immer. Mein Pferd hier mal ein Stück. Macht mir nämlich so ein bisschen Angst, dass wenn es da runterfällt, dass das, ne, Ripp geht ins Wasser. Aus eigener Schusseligkeit oder Inhalt oder sowas. Wäre sehr, sehr kacke. Ich finde das mal ganz interessant. Ich finde das wirklich mal... Hallo?
Mal sehr interessant, die ganze Sache auch mal so zu sehen. Weil wie gesagt, ich habe das noch nie vom Wasser her gesehen. Und das da müsste wirklich die Wüste sein da vorne. Müssen wir mal gucken, wie man hier lang fährt, ob man hier niederlassen könnte, eventuell, ob es hier einen schönen Platz gibt vielleicht. Wie gesagt, Leute, ich habe das mit der Wüstenmap damals immer gefeiert. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, von den Karten her, von der Art und Weise, gefällt mir doch wirklich Ragnarok am besten. Weil du hast halt so verschiedene Gebiete, Biome zusammen. Ja? Es ist zwar eine mega riesengroße Karte, also man braucht, glaube ich, Ewigkeiten und findet immer noch irgendwelche neuen, coolen Sachen, schöne Dinge. Ja? Epische Orte oder Gegenden, wo man halt wirklich kaum war oder noch nie wirklich gesehen hat, ja. Weil die Karte halt einfach so riesig ist und so groß. Und man die sich halt einfach nicht so schnell angeguckt hat. Erstmal hey. Hat ihr den Möwen angreift? Ja, aber. Ja, von der Art und Weise her ist das halt schon eine mega krasse Karte, ne? Gibt ja zum Beispiel auch viele ARC-RP-Server, ja, die Ragnarok als Karte benutzen. Verständlich. Komisch geblubbert. Ich glaube, beim Haifisch. Wobei, es gibt hier auch noch andere Tiere. Gibt hier zum Beispiel welche, die beißen dich, also die holen dich von Land her aus dem Wasser raus, können die dich wegschnabulieren. Und wenn die das an Land können, also von hier so, ne, dann können die das bestimmt auch so. Vom Floß aus, ne. Suchen nach Fressen hier, normalen Enten. Auch hier, das ist auch ne, das ist auch einfach mal mitten auf dem Wasser, ja, im Inselbereich. Aber ich weiß trotzdem noch nicht, wo wir sind. Ach, wir sind da hinten in der Ecke, guck mal. Wir sind gar nicht an dem Wüstenbereich. Ich dachte, wir sind schon Wüstenbereich. Aber wir sind hier einfach mal hinten an so einer Ecke, wo ich war hier wirklich noch nie, Leute. Ich wusste gar nicht, dass das das noch gibt. Ich dachte, da ist so die Karte zu Ende, weißt du? Schatz. Das ist noch so ein bisschen, buggy. Hier, guck mal, ich fahr rückwärts anstatt vorwärts. Mein Floß ist gerade ein bisschen behindert. Ich drücke B. Und, hab gerade einfach keine Lenkmöglichkeit hier. Das ist halt noch so ein bisschen in Ark mit Floß und sowas. Ja, schwierig. Das hatten wir ja. Manchmal muss man einfach dann kurz, ne, aufsteigen oder mal kurz runter oder so. Weil ich jetzt ungern ins Wasser gesprungen wäre. Das ist halt auch schon was, ne? So eine Insel. Ich komme mir gerade wirklich so ganz leicht, komme ich mir wirklich vor wie ein Atlas, ne? Wo sind diese Wasserspeicherviecher? Könnte hier aber wirklich schon so ein kleiner Vorbote sein auf Wüste, ne? Ich möchte mir das da oben mal angucken. Was Kängurus. Da oben sieht es mir aus, als wäre da eine Brücke rechts. Seht ihr das? Das würde natürlich vielleicht vom Baustil her auch passen.
Wir schauen uns das Ganze an, Freunde. Ich bin gespannt. Natürlich immer rechts und links gucken. Ne? Man weiß natürlich nie, ob es jetzt nämlich irgendwie ein böses Tier gibt, was man vielleicht lieber nicht in der Nähe von sich haben möchte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe diesen Bereich noch nie gesehen. Wirklich noch nie. Und auch hier gibt es diese schöne Art von den Flugsauriern hinten. So also eine spezielle Art. Richtig geil. Vor allem ist ein bisschen besser von hier. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier das an. Ich muss mir das einfach angucken. Ich weiß nicht. Ich bin beeindruckt, dass ich. Mir das Eck. Ich habe noch nie angeguckt, aber sieht sehr gefährlich aus auf jeden Fall. Okay. Katzen. Gefährlich. Katzen. Das ist nicht böse. Böse Ecke. Sehr böse Ecke. Ich möchte mir das trotzdem doch nicht angucken, Leute. Krieg mal zur Luft oder so. Verfolgt. Kim? Nicht von der anderen Seite oder so, vielleicht kommt man irgendwie anders dran. Rüber ran oder sowas. Der Vorteil ist, dass die meisten Dinos jetzt nicht wirklich schwimmen. Ja, also man kann sie da immer so ein bisschen raus retten, indem man einfach ins Wasser springt. Natürlich muss man dann aber doch mit rechnen, dass man aufgefressen wird von irgendeinem Wassertier. Deshalb mit dem Floß natürlich besser. Aber es war mir jetzt doch zu gefährlich und ich habe halt keinen Bock, mein Pferd zu verheizen, Leute. Das ist. Nee, das wäre jetzt nicht so meins. Das würde mich ein bisschen ankäsen. Ich hätte ankäsen gesagt. Ich habe es auch noch nie wirklich getestet, einfach mal durchzufahren. Ob man dann irgendwo runterfällt oder ob man einfach wieder auch auf der anderen Seite rauskommt, wie damals in Atlas, ne? Schauen wir uns mal an, ob man hier vielleicht von der anderen Seite irgendwie hochkommt, aber es sah mir halt nicht danach aus. Das müsste jetzt hier unten links diese Dinge sein. Schon krass, also wirklich ganz, ganz ehrlich. Man entdeckt doch immer wieder Orte in Arg, wo man wirklich so in der Sicht noch gar nicht gesehen hat, ne? Auch hier diese komischen Eidechsen. Ja. Also hier zu bauen wäre, glaube ich, Selbstmord. Aber es war trotzdem auch schön, das zu sehen. Ich glaube, wir werden hier noch einige Orte finden, so mit dem Floß, wo wir unterwegs sind, die ich so in der Sicht wirklich noch nicht gesehen habe. Oder nicht so bewusst wahrgenommen habe jetzt. Ne? Ich glaube, ich habe auch diese Ecke hier unten in Ragnarok auf dem Wasserbereich hier noch gar nicht so erkundet. Ja? Also man sieht auch, dass ich noch nicht alles aufgedeckt habe. Aber das ist halt schon cool.
Aber ich denke mal, wir fahren jetzt einfach mal in Richtung Wüste. Ja, und gucken mal, ob wir uns vielleicht dort irgendwo niederlassen oder ob wir noch einen anderen Ort finden, wo wir halt eventuell das Floß mit einbeziehen könnten. Das wäre halt schon geil, Freunde. Ja, und wie es weitergeht und was uns so erwartet in der Wüste, im Wüstengebiet, ja, all das seht ihr dann in der nächsten Folge von ARK. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.